Bastelnerds, willkommen im Kreativgehege der Hasenschmiede. Ich bin Manu und weiß, wie der Hase läuft. Er hoppelt. Ja, ich begrüße euch mal wieder zu einem Haul. Der war nämlich mehr als nur längst fällig. Aber ja, wie einige vielleicht schon mitbekommen hatten, ich bin zum einen im Juli immer im Geburtstagsstress, weil da habe ich Geburtstag und außerdem noch meine zwei kleinen Kröten. Und ja, wir feiern, also und außerdem noch in der Familie auch noch. Also wir feiern im Prinzip zwei Wochen lang im Juli irgendwie Geburtstag. Und ja, da war ich so ein bisschen out of order. Zudem musste ich leider ins Krankenhaus und ja, wurde operiert, aber mir geht es jetzt langsam wieder besser. Kann auch langsam jetzt länger auch mal am Basteltisch sitzen und habe mir jetzt aber trotzdem noch mal ein paar Tage, ja, Urlaub gegönnt. Und ja, da hat sich irgendwie ganz schön viel hier angesammelt, weil ich in dieser Zeit einfach nicht wirklich dazu in der Lage war, irgendetwas zu machen. So, ich möchte am besten erstmal euch, ohne jetzt lange vorzutexten, weil das wird ein großer Haul, möchte ich erstmal euch ein paar Sachen zeigen. Da! Seht ihr diesen riesen Haufen? Der kam von euch. Also natürlich nicht von euch allen, aber dieser Riesenhaufen hat mich tatsächlich zu meinem Geburtstag beziehungsweise auch zur guten Besserung erreicht und ich habe mich so wahnsinnig gefreut. Ja, also ich gehe mal einfach mal schnell die Karten durch, ohne jetzt zu sagen, von wem sie sind. Wenn jemand das genauer wissen möchte, sage ich es gerne. Ich hatte sie auch schon mal bei Instagram in meiner Story alle mal gezeigt und da hatte ich auch die Namen verlinkt. Aber wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, von wem das irgendwie ist, weil ihr die Karte so toll findet und irgendwas nachgucken wollt, sagt mir einfach Bescheid. Ich sage es euch dann gerne, denn das ist wirklich kein Geheimnis und ich habe mich, wie gesagt, über jede einzelne wahnsinnig gefreut und hier auch nochmal 1000 Dank. Also ganz ehrlich, ich bekomme sogar jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich einfach nur wieder dran denke. Das war so, so schön. Also ich gehe jetzt hier einfach mal einmal schnell hier durch. Und ihr seht schon, hier ist echt eine schöner als die andere. Also es ist echt der Wahnsinn, was hier alles angekommen ist. Und ich habe mich, wie gesagt, so wahnsinnig gefreut. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber ja, schaut euch das an, ey, die sind so schön. So, so, so schön. Hier, in dem hier, ist außerdem noch so ein Abschminkpad drin, aber den kann ich jetzt so schlecht rausholen, weil dann müsste ich alles durcheinander machen, die ich auch immer so total bewundere. Also, das ist von Bastelotter. Meine Güte, ha, nochmal unten drunter gelunzelt, ja. Ja, und sie macht das ja auch häufiger, dass dann diese... Also da gibt es irgendeinen Etsy-Shop, die das halt machen. Und ich glaube, mit der ist sie bekannt, befreundet oder bestellt sie einfach nur durch. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall sind die super cool. Und da war auch so einer drin. Und jetzt habe ich endlich so einen, die fand ich nämlich immer schon richtig klasse. Und natürlich, ja, mehr, ne? Also, ich liebe es einfach. Die hier hat die Meli mir geschickt. Fand ich auch richtig cool, weil dieses Kartenformat ist natürlich mal was ganz... Ups! Ist natürlich mal was ganz was anderes. Ich mache es mal so rum, ja. Und das hat sie tatsächlich mit ihrem Plotter so ausgeschnitten. Also irgendein Programm halt ausgewählt und hat gesagt, so, hier mal, mach mal eine Muschel. Fand ich super schön. Und ja, eigentlich, also ich habe natürlich von denen hier auch wieder geschwärmt. Ich liebe ja CC-Design, wie so viele andere. Aber die sind so schnuckelig süß. Da seht ihr sie, die hat sie hier verwendet, ja. Und ja, ich fand die so süß, habe aber gesagt, ich setze jetzt einfach mal aus, weil ich komme ja jetzt eh nicht dazu. Und sie hat sie mir jetzt geschenkt zum Geburtstag, habe ich mich auch mega gefreut. Danke, Schatz. Ich habe auch schon eine Karte damit gebastelt, habe ich aber bei Instagram gepostet. Oh, da habe ich mich auch total riesig gefreut. Das war von der Valentina, mit ihr hatte ich ja diesen Adventskalender getauscht. Oh, und da kam auch so ein riesen Paket, das kann ich euch gar nicht zeigen, was da alles drin war. Oh. Meine Güte, also auch an dich nochmal, Valentina. Danke. Und ja, warte, Moment, die Karten gehen ja noch weiter. Ey, das ist unfassbar. Also ganz ehrlich, so Bastelfreundinnen zu haben, ist echt das Schönste, glaube ich, überhaupt. Schaut doch mal, wie süß. Ja, also das ist einfach nur Freude pur, würde ich mal sagen. Ah ja, und die hier ist auch noch was ganz Besonderes, das muss ich nämlich erwähnen. Das ist ja so eine Kooperation gewesen von der Limina mit Julia heißt sie, glaube ich, ne? Von Property Art, irgendetwas Stuff. Ach, was weiß ich.
zwei Fragen einfach mich nochmal ansprechen, dann weiß ich auch genauer. Sie hat das nämlich hier so koloriert, sie hatte so einen ganz eigenen Stil, finde ich auch total cool. Und hatte mal Nina gefragt, ob sie diese mal mit einer Karte von sich verbinden würde. Und Nina hat hier hinten so eine tolle Landschaft zusammengebaut. Und ich habe diese Karte gesehen und habe gemeint, die ist so toll, die will ich haben. Und dann hat sie gesagt, ja, reserviert sie für mich, ja. Aber das verrückte Huhn hat natürlich mir auch noch ein paar andere Sachen noch reingelegt. Guck doch mal, so charmant sind die nicht schön. Und naja, Weihnachtszeit steht ja bevor, ne? Dann gab es außerdem hier noch dieses doppelseitige Klebeband von Kreativbund. Das kenne ich noch überhaupt nicht. Bin also sehr gespannt, das auszuprobieren. Und da steckt viel Liebe drin. Ja, denn schaut euch das mal an. Ist das nicht schön? Ja, ich bin total verliebt. Und natürlich ist hier auch, auch wieder eine Unterwasserwelt. Ja, also man könnte meinen, dass die Leute wissen, dass ich mehr mag. Ja, also ich habe mich so dolle gefreut. Und wie gesagt, ich habe mich auch über jede Karte, jedes Wort und oh, gut, also ich kann es nicht oft genug sagen. Tausend Dank. So, und jetzt mache ich aber mal ein bisschen Platz. So, gleich mal zur Info, weil ich habe hier wirklich richtig viel rumfliegen, ja. Ich mache jetzt erstmal Kreativdepot in einem separaten Video, denn ich habe hier wirklich so viel Krempel rumfliegen, das wird einfach viel zu lang. Ich rede auch jetzt schon wieder viel zu viel. So, also ich habe unter anderem, weil, also im Übrigen, es wird jetzt hier quer bunt sein, weil es liegt hier einfach irgendwie alles rum und ich muss gucken, wo ich halt irgendwas greifen kann, ja. So, also ich habe bei Kreativbunt auch bestellt. Und, beziehungsweise, das habe ich gar nicht bestellt, denn es gab es gratis, denn meine Karte, die hier, ist mit im Heft drin. Und dieses Heft, die Nummer 10, bitte alle kaufen, denn das ist nämlich eine ganz besondere Special Edition. Ja, hier hinten hat man es denn schon gerade gesehen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Also ihr wisst auf jeden Fall, dass ich ja mit, also ihr kommt hier, guckt ja auch gerade mal kurz ein bisschen durchs Heft. Und zwar wisst ihr ja, also habt ihr sicherlich schon mitbekommen, dass ich mit der Nina ganz gut befreundet bin von Ninas Kreativreich. Hallo! Und mit der Meli, die ich ja eben schon erwähnt hatte, von Handmade by Meli. Und auch an Dickern und hallo! Ja, und dieses Heft hier, die Nummer 10, ist der absolute Knüller. Denn wir alle drei sind in diesem Heft. Das ist doch unglaublich, oder? Und zwar hier die Meli mit dieser süßen Karte. Ich mache jetzt nicht mehr auf, das liegt einfach daran, weil ihr natürlich auch gucken sollt, also ihr das Heft kaufen sollt, ne? Ja, also auf jeden Fall hier ist die Meli drinne. Da bin ich drinne. Und jetzt kommt der Überkracher. Schaut mal, die Nina, die hat nicht nur eine Karte da so simpel. Ja, ich meine, ich habe mich da schon wie Bulle gefreut. Aber nein, Nina hat da natürlich noch voll übertrieben. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber ich bin so mächtig stolz auf dich, Süße. Sie hat einen kompletten Artikel hier drinnen geschrieben und ist quasi ja, Gastschreiberin in diesem Heft. Und ja, somit sind wir alle drei in diesem Heft verewigt. Das ist quasi unser Trio-Heft. Also ich bin einfach wahnsinnig stolz auf dieses Heft. Gut, genug geschleimt und nicht gefreut. Machen wir weiter mit, genau, World of Patrons. Da habe ich hier bestellt. Und zwar hatte ich ja, mit der lieben Lena, hallo, auch an dich, falls du das irgendwann mal sehen solltest. Sie hatte diese süßen, ja, Patrons halt, ja. Und die hat sie auch ja als Stempel rausgebracht. Und ich hatte ihr, also da gibt es für jeden Patron gibt es auch einen Spruch. Und ich hatte diese Sprüche gelesen und hatte mich gerade direkt in einen verliebt und hat gemeint, du, mal ganz ehrlich, kannst du die nicht auch so rausbringen und so weiter. Und sie hat es tatsächlich getan und ich freue mich so dermaßen und habe mir natürlich dann dementsprechend gleich welche gekauft und gegönnt. Und ich kann euch mal gerade diese Sprüche zeigen. Das ist hier. Freude teilen, Liebe schenken, stets auch an andere denken. In schweren Zeiten Hoffnung geben, Freundschaft bereichert dann dein Leben. Oder die Freude liegt in vielen Dingen, wird dein Herz zum Lachen bringen. Mal riesengroß, mal winzig klein, mit ihr sollst du gesegnet sein. Leis betrete ich die Räume, möchte schenken schöne Träume, einen angenehmen Schlaf dazu, auf das alles kommt zur Ruhe. Fand ich auch richtig süß. Oder, und das war der, in den ich mich komplett sofort verliebt hatte, ich fliege los, wenn die Tränen rinnen, die quälenden Erinnerungen beginnen, ich kann die Trauer nicht entfernen, nur nehmen und wandeln sie zu Sternen.
so schön. Ich meine, ja, das ist für mich absolut eine Trauerkarte, aber oh, so, so schön. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe sie genötigt. Nein, ich habe sie nicht genötigt, aber ich habe sie gefragt, ob sie mir den nochmal in größer macht. Denn ihr seht ja, die Größe, das ist jetzt der Abdruck, der ist nicht schön gestempelt, ich gebe es zu. Aber es ist ja nur, damit man es auch lesen kann. Ja, also, und ich fand ihn mir, also für mich war er mir noch zu klein, ich wollte ihn einfach größer haben. Und habe sie gefragt, ob sie mir den auch exklusiv auch nochmal größer macht. Und sie hat es für mich getan. Auch da nochmal vielen, vielen lieben Dank an dich. Und ja, jetzt habe ich den also nochmal und zwar in Größe auch nochmal. Und dazu habe ich mir dann hier noch diesen süßen Fuchs, den süßen Bären. Der hier, da weiß ich auch, dass er einen Namen hat, nämlich, also die haben alle Namen, aber ich kann mir die nicht alle merken. Das hier ist auf jeden Fall Lucky. Ah, guck mal, von Lucky ist auch hier der Text. So, ja, genau. Und bei den Mäusen weiß ich nicht mehr, wer wer ist, aber sind halt nochmal zwei Mäuse und ich fand die so süß. Ja, also schaut auf jeden Fall auch mal bei ihr rein, es lohnt sich. Und, achso, das habe ich auch gar nicht gezeigt, das habe ich für meine Kiddies gekauft. Sind die nicht süß? Handgenähte Waschlappen, also hier auch so total süß, hier mit dem Logo und keine Ahnung was und halt diese wunderschönen Motive. Soweit ich weiß, also sie ist ja sowieso ein ganz kreativer Kopf. Soweit ich weiß, hat sie auch ein Buch rausgebracht, ein Kinderbuch. Ich müsste da eigentlich mal schauen. Also auch da schaut mal unbedingt rein. Ich glaube, das könnte sich lohnen. Auf jeden Fall koloriert sie auch total schön. Oh, gut. Ja, da habe ich bestellt und habe mich dolle gefreut. So, weg. Dann machen wir weiter. Ach, machen wir doch wieder mit einem Lieblingsshop weiter. Ich habe eigentlich nur noch Lieblingsshops. Und zwar, na, wie könnte es anders sein? Create a Smile. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, ihr könnt im Moment gerade den Adventskalender bestellen. Also vorbestellen. Nur die Vorbestellungen bekommen dann auch einen, wenn die Vorbestellungsfrist rum ist. Das ist jetzt auch demnächst bald. Dann kriegt ihr leider keinen. Dann habt ihr Pech. Ja. Die kommen zwar dann auch irgendwann im Laufe des Jahres, aber halt im Laufe des Jahres und nicht gleich sofort. Und ihr habt ja auch nicht so schön eingepackt und überhaupt, ach, ihr wisst, wie es ist. So, also ich habe meinen gesichert. So, den habe ich umgetopft. Sekunde bitte. Ah, so, okay, da bin ich wieder. Sorry, ich musste mich eben gerade erstmal so ein bisschen aushusten. Jetzt geht's wieder, geht's wieder einigermaßen. Also den hier habe ich hier rausgeholt und schon mal umgetopft in so eine Folie. Da in diesen Dingern hier hebe ich die nämlich immer auf. Ja, kommt aber jetzt gleich auch nochmal das Leere. Also das ist ja auf jeden Fall aus dem neuen Set. Und das ist hier das mit diesem Hallo Sonnenschein, Geburtstagsblümchen, ich schicke dir gute Laune. Heute wird es gut. Was? Ach, schön und für dich. Und dann halt hier die Kamillenblumen oder was auch immer. Dann die, das ist aber jetzt schon eine Weile länger her, dass ich den bestellt hatte, weil ich den unbedingt haben wollte mit diesem ganzen Du bist und keine Ahnung was alles. Also, ich lese jetzt nicht wirklich jedes Set vor, weil sonst komme ich hier echt nicht durch. So, dann gab es das endlich. Also, ich mag ja von Create a Smile und da bin ich sogar, darüber bin ich auch direkt auf sie aufmerksam geworden. Und natürlich die Möwe, so der Klassiker. Aber, ja, dass sie halt auch so coole Sprüche halt auch macht in Dialekt. Und auch wenn ich traurig bin, dass es nicht hessisch geworden ist, da freue ich mich trotzdem, dass es bayerisch geworden ist und habe mir natürlich auch das Set geholt. Ich habe nämlich alle anderen nämlich auch schon. Dann diese Schweine, die fand ich auch so mega süß, dass ich auch holen muss. Also der da auch, der süß. Ja, also den habe ich mir noch gegönnt. Dann, ja, Stencils mal wieder, also Eis am Stiel. Und hier in der Waffel im Kreis fand ich auch richtig, richtig cool. Das ist das Set, was ich schon umgepackt habe. Und hier dann noch dieses Lächeln fand ich auch richtig schön. Und sie hat hier halt einfach diese wunderschöne Schrift, wo ich immer wieder neidisch bin. Und sie sagt ja selbst, einfach üben, 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 üben. Aber ich übe irgendwie nicht. Ich übe immer irgendwas anderes. Ja, aber man darf ja trotzdem mal neidisch sein und sagen, ach, toll, toll, toll. Ne? Ja, und das hier ist auch nochmal Greatest Mal, aber die habe ich privat abgekauft. Ja, da habe ich auch erst im Nachgang gesehen, dass es Happy Easter ist und ich wollte doch eigentlich frohe Ostern haben, aber was wolls, ne? Frohe Ostern kriege ich auch so irgendwie hin und der Hase ist halt einfach süß. Das ist ein Hase, ne? Ihr wisst. Ja, die wollte ich auch schon immer mal haben und jetzt habe ich sie. Und also meine Sammlung von Create a Smile ist echt schon richtig groß. Genau das gleiche hier, also ich finde ja Fahrräder eh total süß. Auf so Karten, keine Ahnung was und ja, fand ich süß. Ich finde auch allein schon diesen Hund, der aus dem Körbchen gucken kann, auch total knuffig. Ja, das war meine Create a Smile Bestellung.
Entschuldigt bitte im Übrigen, dass ich hier die ganze Zeit hier rede wie so ein Wasserfall, aber ich befürchte, dass wir sonst echt nicht vorankommen. So, dann habe ich hier, das war eine Sammelbestellung zusammen mit der lieben Nina. Das hier ist sogenannte Finnpappe. Also sowas, so eine Art Graupappe, aber leichter. Also auf das Volumen quasi, was man hat. Das hier sind, glaube ich, 2 mm dicke oder sowas. Auf das Volumen, was man halt hat, ist das Gewicht halt einfach deutlich geringer. Es ist aber trotzdem sehr, sehr stabil. Wird total gerne von Architekten und ja, so Modellbauer und so weiter genommen, weil man daraus, weil sie es zum einen sehr gut verarbeiten lässt, also lässt sich so wunderbar mit jedem Cutter und ich weiß nicht was schneiden. Und ist dann, wie gesagt, formstabil und so weiter und so fort. Ich wollte damit ja nochmal so ein paar Boxen ausprobieren, ob ich damit dann vielleicht ein bisschen besser klar komme als mit der ganz normalen Graupappe. Also ich wollte sie einfach mal ausprobieren. Also vor allem auch, weil ich halt diesen Farbton, das ist ja dieser Naturton, also so ein Beige, ja, Creme, was auch immer. Ich finde, der ist auf jeden Fall schon mal schöner als dieses hässliche Grau. Und ja, dass man da halt ein bisschen besser drauf aufbauen kann, wenn man da irgendwie so eine Box machen möchte, so eine Springbox oder sowas. Und deswegen wollte ich das jetzt mal probieren, aber zeitgleich ist es nämlich auch so, dass das von der Struktur her echt cool wirkt und ich möchte es auf jeden Fall auch mal zum Malen ausprobieren. Ich weiß, dass man es bedrucken kann und ich weiß auch, dass man drauf wohl malen kann. Also ich meine, gut, von Copics würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt nehmen, aber die Polychromos kann ich mir wunderbar drauf vorstellen. Und eventuell vielleicht die Albrecht Dürer oder vielleicht auch wirklich Aquarell, aber da muss ich mal testen. Also das ist auf jeden Fall zum Testen. Da habe ich mir jetzt so ein paar halt in verschiedenen Dicken geholt. Bin ich sehr gespannt. So, ich prabbel und prabbel und prabbel. Okay, gut. Eigentlich ein Colricohol wollte ich auch nochmal separat machen, weil es auch relativ viel angesammelt hat. Aber die muss ich euch trotzdem nochmal zeigen. Ich habe ja schon mal eine Karte damit gezeigt neulich. Und ja, was soll ich sagen? Also, hallo, es ist mein Set. Das muss ich natürlich nochmal kurz in die Kamera halten. Und ich finde es so süß. Darf man das bei seinen eigenen Steppe sagen? Ja, darf man. Wo machen wir weiter? Ich habe bei Crafted hier bestellt. Die haben nämlich jetzt hier diese Schneidmatten, die für die Big Shot gedacht sind. Und habe ich auch schon mal getestet, die hier. Das funktioniert ganz gut, also auch mit meiner Magnetplatte da unten drunter. Sprich, wenn ich dann eine Stanze drauf mache, es funktioniert trotzdem der Magnet noch. Das fand ich richtig, richtig cool. Und das gab es halt, wie gesagt, in diesen zwei Größen. Leider ist die hier aber ein bisschen zu dünn, um sie wirklich für die Sizzix zu nehmen. Also ich muss nochmal nachgucken, ob was ich da anders machen müsste oder keine Ahnung, irgendetwas anderes noch drunter liegen. Zwei von diesen Platten wäre wiederum zu dick. Also da muss ich echt nochmal gucken. Aber das hat schon mal ganz gut funktioniert. Aber für so ganz feine, vielleicht könnt ihr es hier sehen, hier sind sie schon so, ja, Wunschzettel in dem Fall, hatte ich hier ausgestanzt. Für so feine Sachen, finde ich, müsste noch ein bisschen mehr Druck sein. Das heißt, ich werde mal gucken, ob ich das nochmal irgendwie mit was anderem kombiniere oder sonst was. Also das möchte ich auf jeden Fall testen und hier muss ich mir was überlegen, weil das passt leider bei meiner Sizzix nicht wirklich. Aber ansonsten fand ich es eine coole Idee, dass man halt statt ja so eine Acrylplatte halt zu zerschneiden, das hier nimmt. Das hatte ich auch schon mal bei anderen Leuten gesehen, dass man das halt zerschneidet, so nur selbst heilen, so wie die hier, die unter meiner Glasplatte hier liegt. Aber ja, ich habe es jetzt einfach mal gesagt, komm, kostet jetzt nicht die Welt und ich probiere es einfach mal aus. Ich berichte gerne, wenn ihr es wollt, wie es denn so gelaufen ist. Auch das kann weg. Dann habe ich, das war auch so ein Kooperationseinkauf. Im Internet gibt es ja so diverse Shops. Und da gibt es ja auch Shops, die so hier diese Schleckmuscheln anbieten. Ja, und da habe ich mir so ein paar Schleckmuscheln mal gegönnt. Und außerdem, was habe ich mir noch da gegönnt? Genau, und das hier habe ich mir noch gegönnt. Also Schleckmuscheln, kennt ihr die eigentlich noch? Also ich weiß nicht, meine Kinder kennen sie natürlich noch nicht, aber ich weiß nicht, kennt ihr die? Müsst ihr mir einfach mal in den Kommentaren reinschreiben, ob ihr noch Schleckmuscheln kennt. Ich finde die ja so cool. Entschuldigung, das war so ein kleiner Ausrutscher in meine Kindheit. Ja, da wurde ich natürlich auch angesteckt. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Und ich finde das so mega cool. Das ist halt einfach ein Lineal. Man kann hier innen drinnen sich einen Einleger reinschneiden lassen, kann den bestempeln, beschreiben,
bemalen, wie auch immer man möchte. Und dann kann man hier hinten den zumachen und dann hat man ein individuelles Lineal und total süß. Und gerade jetzt, wo die ganzen Schulanfänger kommen, dachte ich, jetzt ist das ja auf jeden Fall was Schönes. Und ja, habe mir deswegen gleich mal so ein paar bestellt, denn haben ist besser als brauchen. Außerdem, weil ich auch ganz gerne mal hier diese Glücksgläser, das sind diese, ich weiß nicht, kennt ihr sicherlich, Glück-Minis, das ist einfach nur Marmelade, wo halt überall Glück draufsteht und ich finde die so süß, die Gläser. Ich glaube, also die Marmelade ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, die verkauft sich vor allem deswegen, weil die Gläser so cool sind. Ja, die gibt es jetzt, gab es jetzt in Minis und, oder gibt es immer noch, die waren jetzt günstiger hier über dieses Online-Teiler, wo ich den Rest auch bestellt habe, als wenn ich sie im Supermarkt hole und deswegen habe ich mir einfach jetzt mal so ein Viererpack mitgenommen und so ist der bei mir eingezogen. Dann habe ich mir diese coolen, Konservendosen, danke, geholt. Die ist natürlich also nur so für einen Einmalgebrauch geeignet, weil, glaube ich zumindest, also ich werde es nochmal testen, wenn ich befüllt habe, dann wird dieser Deckel hier, also Deckelboden besser gesagt, hier drauf gedrückt und runter gedrückt und ich glaube, dann kriegt man es nicht mehr auf, außer man macht es dann halt hier über, ja, hier rüber halt auf. Und dann ist es natürlich nur einmal zu benutzen, aber die fand ich total neckisch, einfach mal so als so eine andere Geschenkidee. Und da hatte ich mir jetzt überlegt, da werde ich mir jetzt noch so eine Banderole drumherum machen und dann kommt dann hier noch schon ein Bildschirm drauf und ein Texture und überhaupt. Ja, und dann werde ich das nämlich auch nochmal so als kleines Präsent verschenken. Fand ich auf jeden Fall mal was anderes und ja, wollte es halt einfach mal testen. Ich meine, sehr viele werde ich mir aber davon wahrscheinlich eher nicht gönnen, einfach allein deswegen, weil ich mir sage, naja, es ist halt schon einfach nur ja, Müll, ne? Wobei, wenn das natürlich hübsch ist und auch wenn es offen ist, dann kann man das ja trotzdem noch benutzen, um, was weiß ich, irgendwas da reinzufüllen halt, ne? Ja, auf jeden Fall, das fand ich richtig cool, deswegen wollte ich das unbedingt mal testen und habe mir davon 2 Stück gegönnt. Dann habe ich auch, die liebe Nina hat mich da verführt und ich habe sie gebeten, doch für mich diese Dinger hier mitzubestellen. Warum? Also eigentlich tue ich mir damit ja schwer, denn das Ganze ist von AliExpress. Ich habe kein Konto von AliExpress, ich habe noch nie bei AliExpress bestellt und ich habe auch keine Lust, das zu machen. Allein schon deswegen, weil wir echt mit Plagiaten, naja, ich meine, ich habe jetzt selbst Stempel designt und habe die jetzt auch schon, ja, habe ich einen Link geschickt bekommen, ja, dass das auch bei Ali jetzt mittlerweile zu sehen ist und ich kann jeden da verstehen, der dann da irgendwie leicht gefrustet ist und deswegen habe ich gemeint, nee, also ich brauche das überhaupt nicht. Ich bin mit meinem Original zufrieden und möchte auch mein Original haben. Das kann ich auch problemlos dann auch hier in der Kamera mal zeigen und sagen, hier, guck mal, das habe ich benutzt. Ich kann es auf den Fotos mit verwenden und so weiter und so fort und brauche mich dann nicht irgendwie schämen, dass ich da irgendwie, ja, die geklauten Sachen nehmen, nur weil ich sage, ich möchte ein bisschen Geld sparen. Da bin ich überhaupt nicht der Typ zu. Aber das hier sind ja so Nail-Art-Teile, also so, das ist ja so Polymer-Clay, was weiß ich. Ja, also auf jeden Fall so Streuteilchen halt. Und die nutzt man eigentlich hier wirklich so für Nageldesign. Also die werden dann irgendwie so aufgeklebt und dann halt so ja, im Gel irgendwie festgemacht, was weiß ich. Und dann irgendwie wieder runtergefallen oder ach, keine Ahnung halt, ja, aber auf jeden Fall irgendwie so wird das halt verwendet. Und, aber die kann man natürlich wunderbar fürs Kartenbasteln verwenden und ich fand die so mega süß. Das hier ist halt, ihr seht ja, so eine Mischung, ich halte es mal näher, so eine Mischung aus irgendwelchen diversen Süßigkeiten, wobei auch ein Ei da drin ist und ich weiß nicht, ein Ei ist jetzt nicht unbedingt eine Süßigkeit, wobei doch, es gibt ja so Zuckerkram, ne, egal. Also auf jeden Fall, die fand ich halt so mega süß. Und auch das Ganze jetzt nochmal schon mal Richtung Weihnachten. Dann diese Briefumschläge, sind die nicht süß? Oh, Karotten, wie könnte es anders sein? Fischis, könnte auch nicht anders sein. Und hier haben wir noch diese Spielkarten, die fand ich auch richtig mega cool. Und das hier, da hat sie mich auch angesteckt. Böse. das sind auch nochmal so Charms. Das sind halt wirklich so diverse Charms in so verschiedenen Designs. Also ihr seht es ja, also die hole ich jetzt nicht alle raus, aber die waren halt auch so ein bisschen hier so mit maritimen Sachen, aber halt auch so süße Sachen irgendwie dabei. Und da ist auch die Muschel hier, ist die nicht schön? Oh. Ja, und da ist auch irgendwie ein total süßes Baby drin und hier die Flosse und sowas. Ein Baby, nee, ein Hase war da drin, genau. Ja,
Also auf jeden Fall, die fand ich halt auch süß und die kosten halt da tatsächlich ein Abel und ein Ei. Und ich weiß nicht, aber ich glaube, sowas ist jetzt nicht, dass das irgendwie Plagiate sein können. Also ich bin mir nicht so sicher, ob es da nicht auch Plagiate gibt, aber falls das so ist, schreibt mir das doch mal bitte irgendjemand, ob es hier für diese Streuteile Plagiatvorwürfe geben könnte. Sonst werde ich sowas auch nie mehr kaufen können. Ja, aber ja, da habe ich halt gesagt, das geht für mich jetzt gerade mal in Ordnung. Stanzen und Stempel und keine Ahnung was, das nicht. Das nicht. So, also, das habe ich mir mitbestellen lassen. Kann auch weg. Dann, da habe ich mit der Melimel-Kooperation getroffen. Und zwar hat sie bei, ich glaube, Büro Hengst. Also, wie gesagt, fragt mich nicht, also, wenn ihr genau wissen wollt, wo ich was genau bestellt habe, dann müsst ihr mir nochmal fragen, weil es ist hier alles querbeet. Also, den hier habe ich nochmal von ihr geschenkt bekommen. Dankeschön! Einfach, weil ich nochmal, ja, ich teste ja andauernd total gerne mit so Weißmarkern, weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich finde nie immer das Richtige. So, dann gibt es hier von Copic ein deckendes Weiß. Erinnert mich ziemlich stark an das, was ich... Nee, das ist was anderes. Das hier. Das Dr. P.H. Martins Bleedproof White. Das benutze ich auch total gerne, wenn ich halt irgendetwas hervorheben möchte. Das ist richtig toll, das Zeugs. Und wie gesagt, ich probiere total gerne irgendwelche Sachen aus, die halt irgendwie weiß sind und so weiße Akzente halt setzen. Und das ist jetzt halt direkt von Copic und auch speziell natürlich auch für die Copics gedacht. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, habe es jetzt deswegen mal mitgenommen. Und ich habe meine Copic-Sammlung ein bisschen aufstocken wollen mit ein paar Grautönen noch und ein paar Hauttönen und noch einen farblosen Blender. Und wenn man bei Büro hängt, ist das, genau, wenn man da halt eine bestimmte Anzahl kauft, dann wird dann halt jeder Stift irgendwie immer günstiger. Und da hat sich das einfach gelohnt, dass wir gesagt haben, wir legen einfach zusammen, dann kommen wir auf eine größere Menge und dann lohnt sich das halt einfach ein bisschen, dass es ein bisschen günstiger wird. Ja, also die habe ich mir alle bestellt. Die kann ich also jetzt auch schon mal wegräumen. Dann, da hat mich die Annelie von Annelies Welt, Hallöchen, inspiriert zu. Ich glaube, damit hat sie schon ganz, ganz viele angesteckt. Das ist so ein Sparkle Spray. Das ist auch richtig schön. Also, ich weiß nicht, ob die Kamera fängt das wahrscheinlich sowieso wieder nicht ein, aber es schimmert und funkelt. Und das hatte ich dann irgendwann bestellt. Aber das hat ewig gedauert, weil es gerade nicht lieferbar war. Und jetzt ist es endlich mal angekommen. Das habe ich mir noch gegönnt. Dann machen wir hier weiter. Habe ich Stamperia ausgekauft. Nein, Quatsch, aber. Fand ich richtig cool. Also die haben halt auch so verschiedene Giele und keine Ahnung was. Und ich hatte mir zuletzt, wo ist es? Gerade nicht zu sehen, egal. Von Nuvo dieses Schimmer irgendetwas heißt das. Ich sehe es gerade leider nicht. Aber auf jeden Fall finde ich das hier ziemlich ähnlich. Und das hier soll Eis sein. Ich weiß nicht, ist das bestimmt die Folie. Ja. Also ich weiß nicht, das sieht man bestimmt auch gar nicht. Aber hier, das ist halt so eine Paste, so eine Glimmerpaste und das funkelt und glitzert. Und die wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Und dann habe ich jetzt einfach mal hier Eis genommen. Das hier ist Schnee. Und Schnee hat noch so einen Special-Effekt. Nicht nur, dass es hier so glitzert, sondern das hat auch noch so eine Struktur. Also, dass es dann halt auch so eine Schneestruktur dann halt ergibt, wenn man das benutzt. Ich finde auch hier diese Dosen total schön, hier mit diesem Deckelchen, den man so abziehen kann. Also muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir. Und da ja Weihnachten so langsam vor der Tür steht, dachte ich, decke ich mich schon mal ein, bevor es alles wieder weg ist. Deswegen habe ich mir hier Snow geholt und hier nochmal so Flakes. Also gut, ich weiß nicht, hätte ich die jetzt im Laden gesehen, hätte ich sie wahrscheinlich nicht mitgenommen, weil ich glaube, sowas kriegt man auch woanders daher. Aber schön für diese trotzdem. Also deswegen auf jeden Fall ausprobieren und testen. Das sind halt so Schneeflocken. Alles aus dieser Arctic-Kollektion. Ja. Die finde ich ja sowieso so mega schön. Davon habe ich ja schon Flock und Papiere und ach, was weiß ich noch alles. So, und dann habe ich mir mal hier diese Cream-Paste geholt. Und zwar habe ich ja so diverse
Moles. Ich guck gerade, habe ich hier nicht eine gerade liegen gehabt? Nee, ich sehe es gerade nicht. Also hier diese kleinen Soft Moles. Und ich weiß nicht, was alles. Und da schmiert man halt diese Paste drüber und dann kann man diese Dinger dann halt irgendwann, wenn es getrocknet ist, abziehen und kann man die halt verwenden und die sind auch biegsam und überhaupt für Mixed-Media-Projekte. Und da benutze ich eigentlich derzeit die ganze Zeit andere Sachen, aber ich wollte jetzt auch mal die Original-Paste, die Stepria für ihre eigenen Folien oder Molds auch anbietet, wollte ich jetzt auch mal ausprobieren. Deswegen habe ich mir jetzt halt auch mal mitgenommen. Das heißt, die können auch zur Seite. Ach herrje, und ich bin immer noch nicht fertig. So, machen wir hiermit weiter. Ah, komm, wir machen hier einfach alles nacheinander. So, dann habe ich mir hier von My Favorite Things dieses Hey gegönnt. Das fand ich auch schon die ganze Zeit richtig schön, auch hier mit dem süßen Herzchen. Oh, knuffig. Ja, aber ich finde es halt auch einfach tolle Größe. Dann habe ich hier meine Simple and Basics ein bisschen wieder aufgestockt in weiß und ja, keine Ahnung, grün. Das soll bestimmt irgendeine andere Farbe sein, aber ja, dieses Grün halt kann man immer mal gebrauchen. In den hatte ich mich auch hier komplett verliebt von Happy Doodle. Einfach ein Stencil mit ganz, 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 ganz viel Happies. Fand ich richtig süß. Dann der Stand bei mir auch schon länger auf der Wunschliste. Zugegebenermaßen, ja, habe ich mich trotzdem ein bisschen geärgert, weil das Gleiche hatte man auch schon mal bei Kreativ Bunt. Diese Matte hier von Memory Keepers, das ist ja so eine Schneidmatte und so ein Selbstheilende und so weiter. Und hier ist halt auch so ein magnetisches Lineal dabei. Und die gab es mal, da hatte diese Matte so, nicht dieses Türkis, sondern hatte so eine Holzoptik. Das sah richtig edel aus, fand ich. Und wollte ich immer haben, diese Holzoptik. Aber die gab es dann irgendwann nicht mehr. Es gab dann immer nur noch diese Türkis. Ne? Und jetzt hatte ich das in irgendeinem Shop, hatte ich dann gesehen, guck mal, die haben ja doch wieder, also haben dieses Bild hier mit dieser Holzoptik drin und nicht dieses. Und habe gedacht, naja, komm, dann wird es das jetzt wohl auch sein. Ja, und was kam, das da. Also ich meine, ich finde es auch nicht schlecht, das ist ein schönes Türkis, aber diese Holzoptik fand ich halt einfach schicker und edler. Und deswegen ist es ein bisschen ärgerlich, aber ich freue mich jetzt trotzdem, dass ich sie da habe und ja, halt für so kleinere Sachen. Ich meine, normalerweise kann man ja auch hier auf der Glasplatte hier schneiden. Ich benutze es ja auch für mein Fuse-Tool und keine Ahnung was alles. Da passiert ja auch nichts, außer dass die Klinge irgendwann mal kaputt geht, weil ist ja Glas, ne? Aber ja, ich dachte, das wäre vielleicht trotzdem mal ganz gut. Und auch wenn es einfach nur mal um was ist zum Festhalten mit dem Magnetlineal. Und außerdem wollte ich nochmal eventuell damit was testen, aber dazu dann irgendwann später. Gut, das wäre diese hier. Dann von Bailene Dice. Ich kenne die überhaupt nicht. Ich habe die vorher noch nie in meinem Lebtag gesehen. Habe das aber jetzt, also die hat auch so... Ich glaube, ich habe das schon mal was von gesehen. Finde ich auch total cool. Guck mal hier, die hat eine Big Shot. Ja, auf jeden Fall hatte ich hier diese Randstanze, diese Blätterrandstanze gesehen und ich fand die echt schön und habe gemeint, ach komm, hat sie auch so dem günstig bekommen und da musste sie jetzt einfach mal mit. Genau so wie die hier. Auf die habe ich richtig lange gewartet und hier habe ich mich richtig verliebt von Simple and Basic, diese Blätter. Das hier sind halt ja, diese soliden Blätter, also das ist dann halt wirklich ein das komplette Blatt quasi. Und hier hat man nur diesen feinen Rand. Und ich fand die so, so schön. Also richtig, richtig toll. Und da habe ich mich richtig doll gefreut, dass ich die endlich bekommen habe. Weil die hatte ich gesehen, dass es die gibt. Weil man hat ja immer hier auf dieser Rückseite das. Ne? Und da hatte ich das hier schon bei den Sternen gesehen. Und überhaupt noch gedacht, hä? Aber wo ist die denn? Ja. Und jetzt habe ich sie endlich. Also, ich freue mich. Dann von My Favorite Things. Ja, diese Pool-Stencil. Also es soll halt so diese Wasserspiegelungen, die halt bei einem Pool auf dem Boden meistens dann zu sehen sind, darstellen oder auch oben mal. Und den fand ich irgendwie auch mal ganz cool. Und habe gemeint, ach komm, die nehme ich mir diesmal mit. Und genau so das hier, den fand ich richtig niedlich, aber ich dachte, er wäre ehrlich gesagt größer. Man müsste manchmal, glaube ich, vielleicht auch einfach mal lesen.
Ja, gut, also ist jetzt relativ klein, aber ja, schauen wir mal. Fand ihn auf jeden Fall süß und dachte halt auch gerade so für so Hintergründe. Finde ich immer ganz schön, wenn man was da gestalten kann. Dann habe ich hier mal wieder aufgestockt. Diesmal habe ich jetzt die, ja, hier von der Marke, die mir gerade nicht einfällt. Je Produkt, was weiß ich. Von denen habe ich ja auch schon ein paar andere Sachen. Auf jeden Fall diese dünnen Streifen benutze ich ja auch total gerne für so Schüttelkarten und dergleichen. Und meine gehen so langsam aus. Ich habe ja jetzt sonst immer die von Raya. Die finde ich auch immer noch cool, weil ich die in Schwarz habe. Die gibt es leider hier, in, soweit ich weiß, nur in Weiß. Wenn jetzt jemand die in Schwarz noch kennt, dann bitte mir mal sagen. Und ja, jetzt habe ich einfach mal ein bisschen aufgestockt, denn wie gesagt, Weihnachten steht vor der Tür und da mache ich irgendwie ganz gerne mal so Schüttelkarten. So, dann hier nochmal. Das war neulich irgendwo aus, wo ich das, wo ich bestellt hatte. Und jetzt war es endlich wieder verfügbar. Und jetzt habe ich mich gefreut. Das ist Sage, Satz, was weiß ich, wie das ausgesprochen wird. Und das hier, ich bin ja auch großer Fan von Polka-Doodles. Ich bin ja sowieso Fan von fast allem. Ich bin total das Opfer. Aber ich zeige es euch mal und dann müsst ihr auch mir zugeben, müsst ihr zugeben, dass es auch einfach schön ist. Das ist halt wirklich hier so eine Sommerkollektion. Und ist das nicht niedlich? Ich mache jetzt wirklich gesagt nur so ganz schnell. Entschuldigung. Ja, also fand ich total süß. Freue mich später auf. Dann habe ich mir das gegönnt und Moment. Ach, ein bisschen eingepackt. Dann bin ich ordentlich. Ja, das hier von, ihr seht, Craft Consortium. Das fand ich auch richtig schön. Das gibt es ja auch immer in groß und klein. Ich habe es mir jetzt diesmal in klein gegönnt. Und das sind halt so, ja. Wenn man halt Alkoholinks dann halt irgendwie verteilt. Und das fand ich richtig schön. Also ich blätter hier auch einfach mal einmal schnell durch für euch. So. Gibt es auch jedes Design halt natürlich öfter, sonst auch Vorder- und Rückseite. Also man kann sich aussuchen, was man halt haben möchte. Und ich fand die halt echt schön. Und ich meine, natürlich könnte man die selber sich zusammenmischen, aber ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keine Alkoholinks. Ich mache das ja alles hier mit den Coffees, beziehungsweise meinen alten, na, Spektrum Noirs, also mit Alkoholmarkern, funktioniert ja genauso. Ich habe das sicherlich ja schon in einem meiner Videos gesehen, aber ja, ich dachte so als Papier auch mal mitzunehmen, schadet nicht. Und ich fand das einfach echt richtig, richtig schön. Und deswegen habe ich mir das hier noch gegönnt. Dann hatte ich es ja eben schon mal gesagt, dass ich mir total gerne, den habe ich jetzt bei Amazon bestellt, da kommt ja in diesem komischen Tütchen, dass ich ganz gerne immer so Weißmarker ausprobiere. Und das ist jetzt ein Hybrid-Gel-Stift von Pentel. Genau, von Pentel. Und den wollte ich halt auch einfach mal unbedingt ausprobieren. Und ja, den habe ich mir jetzt also noch geholt. Dann hier eine, ja, Präzisionsschneideplatte in Chrom von Sissix für meine Big Shot, weil gerade dann, also ich habe ja von Creative Depot sehr viele, so sehr filigrane Sachen, und da habe ich gesagt, naja, da wäre es schon, glaube ich, manchmal besser, wenn ich ein bisschen mehr Druck aufbauen könnte. Und dann habe ich mir gesagt, na komm, jetzt gönnst du dir die einfach mal. Ich habe die habe ich tatsächlich jetzt aber auch bei Amazon bekommen und die war irgendwie im Angebot, also die war richtig günstig gewesen. Und da habe ich jetzt gesagt, na komm, jetzt schlägst du einfach mal zu, und habe sie mir halt geholt. Dann, oh Gott, was habe ich noch? Ah ja, damit stecke ich ja sowieso total gerne scheinbar Leute an. Also ich habe ja schon diverse Leute damit angesteckt. Also ihr kennt sie ja, ne? Also hier, das sind diese Schriften in die eine Richtung. So, Moment, Moment, Moment. Also die hier, das war ja so meine, eigentlich so fast meine ersten. Und danach habe ich mir dann ziemlich schnell noch den hier geholt. Ja, und das sind, also fand ich auch für Hintergründe so mega schön. Den hier, da hat mich jemand tatsächlich auch angesteckt. Den hatte ich dann auch irgendwo gesehen. Das ist, also die ganzen Teile hier, ich mag ja eigentlich Holzstempel nicht, weil die mir so viel Platz wegnehmen, aber an denen konnte ich einfach nicht vorbei. Und den hier fand ich halt auch so schön, weil er ja auch mit so einem deutschen Text dann halt ist. Also das Ganze ist eigentlich eine französische Marke. Also ihr seht hier, Florilège Design. Und ja, die habe ich, ja, ich habe sie einfach in mein Herz geschlossen. Die sind gerade für so Hintergründe, finde ich die mega schön. Und den hier, schaut ihn euch an. Ist der nicht wunderschön? Ich bin so verliebt in dieses Teil. Ja, und den habe ich mir halt auch noch gegönnt.
Damit hatte ich jetzt zuletzt auch eine Trauerkarte mitgemacht, aber ich hatte auch damit eine Geburtstagskarte gemacht, die ich vergessen habe zu fotografieren. Aber ist egal. Also den kann man so individuell einsetzen. Ich finde den so mega klasse. Und dann zu guter Letzt habe ich noch den hier. Also die sind jetzt nicht alle neu gekauft, ne? Also das ist nur meine Auswahl, die ich quasi von denen hier habe. Ich glaube, ich habe noch irgendwo was, aber sehe ich gerade nicht. Ich glaube, ein Acryl. Nee, nicht Acryl, ein. Na, Fotopolymerstempel, genau. Ja, und also auf jeden Fall den hier auch noch. Den fand ich auch so mega hübsch. Ja, und wie gesagt, mit Florilisch, ja, stecke ich scheinbar ganz gerne irgendwelche Leute an, einfach weil die halt so schön sind. Ja, also ich kann es ja auch nicht ändern. Das liegt nicht an mir. Von Florilisch habe ich im Übrigen auch noch ein paar Stanzen, aber die habe ich mir gerade irgendwie zur Seite gelegt. Ich weiß einfach nicht, wo sie sind. Also hier zum Beispiel. Da habe ich mir in dieses Und hatte ich mich so dermaßen verliebt, dann ist halt noch dieser Zweig dabei. So sieht es als Blätter, ne? Ja, und also dieses Und-Zeichen ist einfach so toll. Da fällt mir gerade ein, da habe ich noch was bestellt. Guck mal hier, das hier noch. Das ist von EK Tools. Genau. Und auch ein Und-Zeichen. Und ach, das finde ich richtig schön. Aber das ist mein absolutes Favorite-Produkt. Moment, ich habe noch irgendwas davon noch gehabt, oder? Ach Gott. Ja, genau, die hier noch. Die fand ich nämlich auch so schön. Die habe ich auch schon ein paar Mal jetzt verwendet. Also, das ist halt eigentlich dieser filigrane Reif. Habe ich jetzt schon ein paar Mal verwendet. Auch das auseinandergeschnitten und keine Ahnung was. Aber ich finde den so mega cool. Und ich glaube. Ja. Also ich finde bestimmt noch irgendwelche Sachen, die ich jetzt vergessen habe, euch zu zeigen. Aber ich würde sagen, wir machen für heute hier Schluss, weil im Moment sehe ich jetzt gerade spontan nichts, was ich euch noch unbedingt für in diesem Haul zeigen wollte. Dann, wie gesagt, gibt es jetzt noch den. Ach doch, natürlich, hier steht es ja noch. Schick. Ja, und zwar hier habe ich bei Stempelbar bestellt. Da gab es ja diese Aktion, die hatten ja jetzt irgendwie Jubiläum, Geburtstagsjubiläum und so weiter. Und wenn man da bestellt hat, dann hat man hier kostenlos den hier bekommen. Der heißt Crazy. Crazy for Rubber Stamping. Ja, ich hätte es ehrlich gesagt so als Dankeschön schöner gefunden, wenn jetzt nicht vielleicht dieser Text hier drumherum gewesen wäre, weil ganz ehrlich, für was soll ich den jetzt wirklich genau verwenden? Aber süß ist er trotzdem. Und es gab obendrein hier noch die hier. Also das ist so ein kleiner Stift und hier so ein Tintenklecks. Bestellt habe ich vor allem aber auch deswegen. Die haben ja auch immer so einen Adventskalender. Die kommen dann immer so. Ich glaube aber, die sind auseinandergeschnitten. Wenn die kommen und kommen in so ein Beutelchen und dann kann man die dann halt sich jeden Tag einfach irgendeinen rausziehen. Finde ich auch eine ganz lustige Idee. Ist natürlich, wie gesagt, alles hier dieser Stempelgummi, muss man halt selber montieren, aber. Ich habe ja da, habt ihr sicherlich auch schon mal das Video, kann ich euch da auch da oben irgendwie verlinken. Ja, wie man das auch anders machen kann. Und so habe ich nämlich jetzt auch gestempelt, damit ihr das besser lesen könnt. Das sind alles, das sind alter Adventskalender. Und da waren lauter, ja, Lieder, Liedtexte halt dabei. Und das fand ich so mega cool, dass ich gesagt habe, ach komm, ey, den holst du dir jetzt nochmal, weil die haben so diese Aktion halt, dass man die nochmal nachbestellen konnte. So, und dann haben wir hier, probier es mal mit Gemütlichkeit, Hakuna Matata, jeder sollte einmal reisen, Schinnelummerland, Knocking on Heaven's Door, Vamos a la Playa, in der Weihnachtsbäckerei und so weiter und so fort. Ihr seht hier 99 Luftballons. Ich fand das so cool. Also richtig, richtig cool. Und eine meiner Lieblingsbände war da auch noch dabei. Wo ist denn die? Alle meine Entchen? Nein. Hossa? Nein, das war es auch nicht. Dancing Queen finde ich auch total geil. Mana Mana fand ich auch so cool. Das hier liebe ich im Übrigen auch. Somewhere Over the Rainbow. Ey, habt ihr jetzt auch gerade die ganzen Lieder im Kopf? Das ist so verrückt, ey. Ach ja, aber es macht Spaß. Ich zoome gerade innerlich vor mich her. Oh, ist es die da? Ja. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Ah ja, hier, da. Queen. Ja, ich liebe Queen. Ja, also auf jeden Fall, den fand ich richtig, richtig schön und da habe ich mir jetzt halt gegönnt, weil diese Möglichkeit gibt es ja nicht so häufig. Und eins von ihren neuen Sets habe ich mir auch noch gleich mitgenommen. Und ich weiß nicht, ob ihr
ob ihr ihn kennt, aber es ist ein Comedian, der nennt sich Fresh Torge, ist ja Nordlicht, ja, und redet dann halt dementsprechend auch im Dialekt und macht halt so diverse Sketche und ja, so kleinere lustige Sachen halt, ja. Und da unter anderem hat, also er verkleidet sich dann halt auch ganz oft und übernimmt da andere, also steckt sich quasi in andere Rollen. Und da gibt es so unter anderem die Rolle Helga und Marianne. Die unterhalten sich immer über einen Gartenzaun hinweg. Und der Sketch fängt eigentlich immer gleich an, nämlich bist du da, Helga? Und ja, was denn los? Und dann geht das Ganze dann halt weiter, dass sie sich über irgendetwas unterhalten. Und ja, dann geht es dann meistens dann, dass Helga irgendwann mal sagt, ja, ich muss, mein Mann hat Hunger. Und dann fragt er nachher, ja, was gibt's? Dann sagt sie irgendetwas, das kann der letzte Quatsch sein, ja. Und daraufhin sagt Marianne grundsätzlich immer, ja, kann ich nicht. Und erzählt dann, was sie dann alles so hat und überhaupt. Und dass es ja überall wieder Kuddelmuddel ist und Mokdat. Und ja, dann gute Besserung und so. Also diese ganzen Sprüche, die hier drin auftauchen, gibt es halt immer in diesem Sketch. Müsst ihr euch unbedingt auf jeden Fall mal angucken. Also gebt einfach mal Marianne, also Helga und Marianne ein. Ich finde die irrsinnig lustig und guckt die echt total gerne. Das sind auch immer so ganz kurze nur. Und ja, auf jeden Fall mal reingucken. Und das Set musste dann dementsprechend einfach mit. Ich fand es so cool. So, jetzt aber. Also, die habe ich jetzt euch auch noch gezeigt und dann würde ich jetzt sagen, mache ich mal Schluss. Es kommt noch ein Haul, wie gesagt, von Kreativdepot. Und ja, was soll ich sagen? Also die Mädels, die haben da wieder gezaubert und eine schöne Sache nach der anderen rausgehauen. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wo ich anfangen soll, weil ich immer noch hier sortiere. Und ihr seht ja, was sich hier angesammelt hat. Das kann ich jetzt endlich mal wenigstens wegsortieren. Weil das liegt ja auch die ganze Zeit hier nur rum. Aber ich kann euch zum Beispiel einen schon mal, den habe ich schon mal koloriert. Ja, es gibt wieder Tree Birds. Aber das habt ihr sicherlich schon mitbekommen. Ja, den habe ich, wie gesagt, jetzt schon mal koloriert. Den muss ich jetzt noch fertig bearbeiten, dass daraus noch eine Karte entsteht. Und ja, wollte ich euch aber auf jeden Fall schon mal zeigen. Und das Set natürlich zeige ich da, euch dann auch, weil das habe ich mir natürlich auch gegönnt. Und es gibt jetzt ganz viele Weihnachtsstanzen und auch für alle, die jetzt noch keine Lust haben auf Weihnachten, wenn ihr im Shop schaut, da gibt es immer so zwei Balken, auf denen steht dann halt, nee, Weihnachten noch nicht oder ja, Weihnachten. Wenn ihr auf ja, Weihnachten geht, seht ihr alles, was so für die Weihnachtskollektion jetzt rausgekommen ist oder noch rauskommt oder wie auch immer. Nee, rausgekommen ist, so ist richtig. Gut, wie dem auch sei, auf jeden Fall ist es etwas größere Bestellung. Und ja, die werde ich lieber getrennt machen. Und ich denke auch in meinem neuen Kulrike-Video, was ich jetzt noch drehen werde demnächst, werde ich sicherlich dann auch nochmal meine Kulrike-Sachen zeigen, die ich mir gegönnt habe. Und würde sagen, jetzt danke schön für eure Geduld und Zusehen. Und dann wünsche ich euch jetzt einfach noch einen schönen Tag oder Abend. Bis dann. Ciao.